Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt und diesmal wieder frisch aus der Videothek ein neues Spiel, Portal 2. Ich habe das erste nur kurz einmal angezockt. Es geht dabei sehr viel um Rätsel und Pipapo und ja, da bin ich halt auch nicht der Stärkste und jetzt schauen wir mal, das soll ein Hype sein, ein Geheimtipp für dieses Jahr und schauen wir mal kurz rein. Ich habe da schon ein bisschen angefangen, um zu sehen, wie es funktioniert. Natürlich müssen wir einen Sound vorher einstellen und alles Mögliche. Und ja, es ist gar nicht so einfach. Und ich bin neugierig, wie euch das Spiel gefällt. Ein Manko hat das Spiel, die langen Ladesequenzen. Das verstehe ich nicht, warum das hier in dieser Zeit noch sein muss. Aber egal. Und viel Musikuntermalung gibt es dabei auch nicht. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Okidoki. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9. Nun, wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen lassen müssen. Alle Tests. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Okidoki. Ja. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Okidoki. Oh, wie? Oh, Veri. Seht ihr die Kuhle da, alles die klar, wir da reingelegt haben? Hörst du mich? Hallo? Ja, alles klar. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Hoppala. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren.
Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Ihr Leute... Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Okay. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Ja, Leute. Hast du geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okidoki. So ist es gut. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. So Leute, und hier die Möglichkeit, uns selbst zu sehen. Seht ihr? Wir sind eine junge Dame, gekleidet in modischen roten Hosen und wir haben da so Springschuhe an. Das wär's eigentlich. Und? Wir sind hier auf Level 0 von 19. Das sind immer die Aufgaben, die zu lösen sind. Das war beim Alten auch so. Und ja, schauen wir, was auf uns zukommt. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Die Ansagen sind sowas von cool. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Emanzipationsgrill, Leute. So, wieder eine Ladesequenz. Na klar, das wird uns jetzt öfters passieren. Und das nervt schon ein wenig. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. So, und schon beginnt die Rätselerei. Hier de facto müssen wir diesen Kubus da drauflegen, damit wir dann da raus können. Und wir haben einen Portalanfang hier. Und jetzt sehen wir mal, wie das da weitergeht. Seht ihr? Da können wir jetzt reinschlüpfen. Rucki-zucki. Und holen uns diesen. Dann nehmen wir die nicht mehr. Nein, lass du los. Gehen wir in diesen Raum. Das ist am Anfang wirklich ein bisschen ein Knoten im Kopf. Aber... mit der Zeit wird das dann schon etwas lustiger. Und jetzt hat sich da die Tür geöffnet und wir können durch dieses Portal in diesen Raum gut hier raus. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Oh oh. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf.
Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Okidoki. Die Kommentare sind sowas von gemein. Es wird dann noch viel heftiger, Leute. Aber da gibt's eben Rätsel. Da dauert es schon ewig, bis man dahinter kommt. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Barbarenkönig, seht ihr das? Animal King Takeover Service Announcement. Ist ja zum Schreien, finde ich. Okay, Toki. Schau mal, vielleicht kriegen wir. Da, na bitte, geschafft! Da ist er. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Nein, schon okay. Oh, WoW. Hallo? Hi? Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Ist okay. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Follow. Okidoki. Wir sind da ja ziemlich tief gestürzt jetzt, gell? Ah, da ist sie. Und schon haben wir eine Portalkanone. So, wo kommen wir da jetzt hin? Darauf, gell? Gut. Da ist ja noch alles voll eingerichtet. Das ist auch mein alter Computer. Cool. Gut so. Dann schauen wir, dass wir hier weiterkommen. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Was war jetzt? So Leute, jetzt müssen wir wieder gleich einen Trick anwenden. Zack, zack. Und springen einfach da rein. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Okay Leute, in diesem Sinne, wir sehen uns gleich wieder. Wir machen da noch ein bisschen weiter. Und ja, bis gleich.